Ich rufe auf, meine Damen und Herren, den Tagesordnungspunkt 77, die erste Lesung des Dringlichen Gesetzentwurfs der Fraktion der CDU, Bündnis 90 Die Grünen, Gesetz zur Änderung des Hessischen Kommunalwahlgesetzes und anderer Vorschriften aus Anlass der Corona-Pandemie. Das ist die Drucksache 4239/20. Zur Einbringung des Gesetzentwurfs hat sich Herr Bauer von der CDU-Fraktion zu Wort gemeldet. Die vereinbarte Redezeit sind 7,5 Minuten, von der wir alle wissen, dass sie nicht ausgeschöpft werden muss. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Danke, dass Sie so lange ausgehalten haben, um ein weiteres wichtiges Gesetzesvorhaben heute in erster Lesung zu beraten. Es geht Corona-bedingt darum, dass wir ein weiteres Gesetz hier verabschieden oder zumindest mal beraten, was Dringlichkeit bedarf. Denn es wurde festgestellt, dass wir im Rahmen des Hessischen Kommunalwahlgesetzes eine Änderung herbeiführen müssen, um Rechtssicherheit zu erlangen. Es ist so, dass Corona-bedingt die Rechtsprechung davon ausgeht, dass nicht alle Menschen die gleiche Mobilität haben und die gleiche Präsenz im öffentlichen Raum wie zu früheren Zeiten und dass deshalb bei der Frage, inwiefern sich Parteien zur Kommunalwahl melden können, es erhöhte Erschwernisse gibt, denen man auch Rechnung tragen muss. Konkret bedeutet das, dass wenn eine Partei sich für die Kommunalwahl bewerben möchte, sie bisher üblicherweise die doppelte Zahl an Unterstützerunterschriften sammeln musste, als es Parlamentsplätze zu vergeben gibt. Also bei einem 31er Parlament mussten bislang 62 Unterstützerunterschriften eingereicht werden bei Parteien, die nicht in der Gemeindevertretung vertreten waren. Und diese Regelung wollen wir erleichtern, um es eben Parteien oder Wählergruppierungen zu erleichtern, bei der Kommunalwahl anzutreten. Und das muss ins Gesetzesblatt noch relativ zügig. Und deshalb ist es wichtig, dass wir dieses Gesetzesvorhaben hier entsprechend initiieren. Wir schlagen deshalb vor, dass wir die entsprechenden Unterstützungsunterschriften auf die Größe reduzieren, die die Gemeindevertretung an Sitzen hat. Das würde bei einem 31er Parlament bedeuten, dass künftig nur noch 31 Unterstützerunterschriften notwendig sind. Wir würden diese Regelung entsprechend zeitlich befristen, weil sie Corona-bedingt eben einen Ausnahmetatbestand beinhaltet und nach Ablauf dieser Übergangsfrist wieder in den normalen Zustand zurückkehren. Wir verbinden diese Corona-bedingten Maßnahmen mit einer weiteren Verlängerung einer Corona-bedingten Regelung, die wir im März diesen Jahres gemeinschaftlich getroffen haben, nämlich dass im Falle der Situation, dass Gemeindevertretungen nicht tagen können, sie die Möglichkeit haben, durch die Hessische Gemeindevertretung die Entscheidungsfunktionen zu delegieren, üblicherweise auf die entsprechenden Pflichtausschüsse, auf den Finanzausschuss, auf den Hauptfinanzausschuss, der in den Gemeinden als Pflichtausschuss gegeben ist. Wir hatten das im März schon diskutiert, im Rahmen der Debatte auch um die Verschiebung anstehender Bürgermeisterwahlen. Damals gab es übereinstimmende Zustimmung, dass wir diese Entscheidungsfunktion diesem Gremium übertragen, in wichtigen Angelegenheiten und auch nur unter der Voraussetzung, dass dann nachträglich diese wichtige Entscheidung von der Gemeindevertretung entweder verworfen werden muss oder eben bestätigt werden muss. Und wir schaffen es dadurch, dass gerade die Gemeindevertretung in Corona-Zeiten handlungsfähig bleibt, dass man politische wichtige Beschlüsse auch fassen und tragen kann. Und deshalb werbe ich darum, dass wir diese Eilentscheidungen sowohl auf kommunaler Ebene der Hessischen Gemeindeordnung wie auch auf Kreisebene, dann eben im Kreisausschuss, hier verlängern, prolongieren um ein weiteres Jahr, damit die Kommunen und die Kommunalpolitik und die Demokratie vor Ort handlungsfähig bleibt. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und wünsche uns eine zügige und engagierte Beratung. Dankeschön. Danke sehr, Herr Bauer. Für die AfD-Fraktion hat sich nun Ihr Vorsitzender Herr Lambrou gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, der Verfassungsgerichtshof in Baden-Württemberg hat vor einem Monat entschieden, dass der dortige Landtag fünf derzeit nicht im Landtag vertretene Parteien in ihrem Recht auf Chancengleichheit dadurch verletzt, dass er es unterlassen hat, das Erfordernis, 150 Unterstützerunterschriften für einen Wahlvorschlag für die anstehenden Wahlen zu erbringen, an die anhaltende Corona-Krise anzupassen. Die Antragsteller waren der Auffassung, dass der Landtag als Wahlgesetzgeber in dieser Situation nicht in bisheriger Höhe an der Unterstützerunterschriftenerfordernis festhalten dürfe.
Diese Auffassung folgte auch der Verfassungsgerichtshof, da davon auszugehen sei, dass die herkömmliche Art des Sammelns der Unterstützungsunterschriften seit Ausbruch der Pandemie deutlich weniger erfolgversprechend wäre. Auf dieses Urteil reagierte der baden-württembergische Landtag, indem er die erforderlichen Unterstützungsunterschriften für die kommenden Landtagswahlen um die Hälfte senkte. Auch Nordrhein-Westfalen hatte für seine diesjährigen Kommunalwahlen am 29. Mai 2020 übrigens bereits gesetzliche Anpassungen vorgenommen. Seit einem guten halben Jahr ist das öffentliche und private Leben durch die Corona-Pandemie und die im Zuge dessen verlassenen Verordnungen über die infektionsschützenden Maßnahmen geprägt. Vor diesem Hintergrund ist der Gedanke, dass Parteivertreter um Unterstützungsstimmen für die Kommunalwahl im März 2021 zu sammeln, munter von einem Haus zum nächsten ziehen, eher unrealistisch und wäre in Anbetracht der bisher getroffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zudem auch wenig geboten, ja fast schon widersinnig. Zugegeben, in unseren kleineren hessischen Gemeinden, in denen Sie nur etwa 30 Unterstützer für sich gewinnen müssten, würde sich dies wahrscheinlich eher unproblematisch gestalten. Aber denkt man an Städte wie beispielsweise Frankfurt, Kassel oder auch Wiesbaden, in denen die Parteivertreter weit über 100 Unterschriften einholen müssen, dann erscheint dies momentan in der Tat wenig angemessen. Und daher begrüßt es die AfD-Fraktion, dass die Landesregierung das Vorhaben eingebracht hat, das bisherige Quorum zu halbieren. Wir und auch ich persönlich kennen die Situation des Einholens von Unterstützerunterschriften noch sehr gut. Die AfD musste vor der Landtagswahl 2018 und auch vor der Kommunalwahl 2016 nämlich noch Unterstützerunterschriften einholen. In Zeiten der Corona-Pandemie wäre dies eine ziemlich undankbare Aufgabe, sowohl für Parteivertreter als auch für deren potenzielle Unterstützer. Auch das Ansinnen der gesetzlichen Regelung, der Erfüllung des notwendigen Quorums, dass durch die Unterstützungsunterschriften nur solche Wahlvorschläge eingereicht werden, die auch tatsächlich ernst zu nehmen sind, wird durch den vorliegenden Gesetzesentwurf, zumindest in der vorherrschenden Situation, unserer Ansicht nach nicht gefährdet und eben auch deshalb, da diese Änderungen nur befristet gelten sollen. Wir sind außerdem erfreut, dass wir in Hessen eben nicht so weit gehen, dass die Absenkung des Quorums und eine deutliche Vereinfachung der Briefwahl gemeinsam geklärt werden sollen oder dass man gar so weit geht wie die rheinland-pfälzischen Kollegen und die gesetzliche Grundlage für eine ausschließliche Briefwahl schaffen will. Das wäre nach unserer Auffassung verfassungsrechtlich bedenklich und dem würden wir uns auch nicht anschließen, aber das ist ja, wie gesagt, auch nicht geplant. Abgesehen vom erforderlichen Unterstützungsquorum für Wahlvorschläge soll außerdem die Geltungsdauer kürzlich eingefügter Paragraphen in der hessischen Gemeindeordnung und der hessischen Landkreisordnung verlängert werden, darunter beispielsweise das Eilentscheidungsrecht des Finanzausschusses und die Möglichkeiten, ehrenamtlich Tätigen auch dann eine Aufwandsentschädigung zu zahlen, wenn Video- oder Telefonkonferenzen abgehalten werden. Da sich an der aktuellen Situation und dem damit verbundenen Handlungsbedarf bislang nichts zum Positiven verändert hat, ist auch hiergegen aus unserer Sicht nichts einzuwenden. Den hier vorliegenden Gesetzentwurf halten wir daher aufgrund der Ausnahmesituation, in der sich unser Bundesland noch immer befindet, zielführend und sind der Meinung, dass hier sowohl schnell als auch umsichtig gehandelt werden sollte. Schnell vor allem, da alle Wahlvorschläge, meine Damen und Herren, in weniger als 4 Wochen bei den Wahlleitern eingereicht werden müssen. Daher stimmen wir dem vorliegenden Gesetzentwurf zu. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Lambrou. Für die Fraktion Die Linke hat sich Herr Schaus zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beraten heute erneut über Corona-bedingte Änderungen in den politischen Abläufen auf kommunaler Ebene. Als Ende März das Gesetz zur Sicherung der kommunalen Entscheidungsfähigkeit und zur Verschiebung der Bürgermeisterwahlen eingebracht wurde, war eine solche Beratung nicht möglich, Herr Bauer, nicht möglich. In der Ausnahmesituation zu Beginn der Pandemie haben wir uns zu Recht darauf verständigt, auf eine Aussprache zu verzichten. Nur weil Sie davon gesprochen haben, es wäre hier ausreichend diskutiert worden, war es nicht. Es ist gut, dass wir nun das Gesetz hier im Hause wieder in der angemessenen Form
beraten können. Und deshalb lassen Sie mich zunächst ein paar allgemeine Worte sagen, bevor ich im Detail zum vorliegenden Gesetzentwurf komme. Grundsätzlich ist es aus unserer Sicht vollkommen richtig, wenn der Gesetzgeber dafür Sorge trägt, dass auch die Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker vor Corona geschützt werden und die kommunalpolitische Arbeit organisatorisch reibungslos fortgesetzt werden kann, inklusive der demokratischen Mitwirkungsrechte, die für Bürgerinnen und Bürger und für politische Parteien und Wählergruppen oder die Ausländerbeiräte bestehen. Dieses Spannungsfeld betrifft vor Ort natürlich alle politischen Akteure. Es betrifft aber insbesondere diejenigen Parteien und Wählergruppen, die sich in der Opposition, in kleineren Fraktionen befinden oder die dafür kämpfen, bei der anstehenden Kommunalwahl erstmals in die Kommunalvertretung einzuziehen. Gerade die aktuelle gesellschaftliche Situation erfordert den Schutz von Minderheitenrechten und Prozessen der demokratischen Aushandlung, besonders auf lokaler Ebene. Und um nicht missverstanden zu werden, hier meine ich die Demokratinnen und Demokraten, nicht Leute, die von rassistischen, antisemitischen, sexistischen, verschwörungstheoretischen oder sonst wie antidemokratischen Motiven geleitet werden. Vor dem Hintergrund dieser allgemeinen Überlegungen begrüßen wir es daher, dass der vorliegende Gesetzentwurf im Artikel 1 vorsieht, angesichts der Corona-Pandemie das erforderliche Unterstützungsquorum für Wahlvorschläge für die anstehenden Kommunal- und Ausländerbeiratswahlen sowie die Direktwahlen auf die Hälfte abzusenken. Ebenso unterstützen wir die in Artikel 3 des Gesetzentwurfs vorgesehene Verlängerung der Möglichkeiten, den ehrenamtlich Tätigen auch dann eine Aufwandsentschädigung zu zahlen, wenn Video- oder Telefonkonferenzen abgehalten werden müssen, weil Zusammenkünfte Corona-bedingt nicht möglich sind. Womit wir allerdings nicht einverstanden sind, ist die geplante Verlängerung der Regelung über das Eilentscheidungsrecht der Haupt- und Finanzausschüsse nach § 30a hessischer HKO, also Landkreisordnung, und 51a HGO. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Diese Regelung kann dazu führen, dass vorschnell am Kommunalparlament vorbei entschieden wird und kleinere Fraktionen oder Gruppen, die nicht im Haupt- und Finanzausschuss vertreten sind, von ihren Mitwirkungsrechten ausgeschlossen werden. So hat es das Verwaltungsgericht Darmstadt im Übrigen am 27. Mai diesen Jahres zugunsten unserer Fraktion im Kreistag Darmstadt-Dieburg in einem Eilverfahren entschieden. Das Gericht hat darin festgestellt, dass im konkreten Fall die Voraussetzungen des § 30a HKO nicht erfüllt wären, weil bei einer Übertragung des Entscheidungsrechts auf den Haupt- und Finanzausschuss, in dem unsere Fraktion vor Ort durch Losentscheid keine Mitglieder entsendet, ich zitiere, die dem freien Mandat entsprechende Beteiligung und Mitwirkungsrechte unwiederbringlich verletzt würden. Zitat Ende. Außerdem sah sich das Gericht genötigt, daran zu erinnern, dass, ich zitiere erneut, § 30a HKO keine Allkompetenz für Eilentscheidung statuiert, sondern ein Tätigwerden des Haupt- und Finanzausschusses nur dann erlaubt, wenn das öffentliche Wohl gefährdet ist. Zitat Ende. Das muss man in einigen Kommunalparlamenten auch immer darauf hinweisen, dass das nicht für alle Entscheidungen gilt. Und da wird eine Praxis, hat sich eine Praxis eingeschlichen, die nicht akzeptabel ist. Deshalb sprach sich das Gericht im Übrigen dafür aus, die Kreistagssitzung Darmstadt-Dieburg entweder regulär oder, falls Corona-bedingt notwendig, proportional zu den Mehrheitsverhältnissen in verkleinerter Form stattfinden zu lassen. Obwohl der Kreistag Darmstadt-Dieburg angekündigt hatte, das Urteil vor dem Hessischen Verwaltungsgerichtshof anzufechten, hat er davon letztlich Abstand genommen. Seither tagt der Kreistag in der größten Halle des Landkreises, in der Stadthalle Groß-Umstadt, wo entsprechende Abstandsmöglichkeiten sind und alle Fraktionen ihre Beteiligungs- und Mitwirkungsrechte ausüben können. Dieses Beispiel zeigt meines Erachtens gut, dass es auch anders geht, als man nicht sofort das Entscheidungsrecht also auf die Haupt- und Finanzausschüsse übertragen muss, der zudem nicht öffentlich tagt.
Diese Verwaltungsgerichtsentscheidung, die meiner Ansicht nach die einzige ist, die es in Hessen dazu gibt, hat auch in anderen Kreisparlamenten zu einem Umdenken geführt, dass es im Koalitionsentwurf jetzt nicht berücksichtigt wird, halten wir für einen großen Fehler. Diese Entscheidung muss meines Erachtens bei der Regelung in § 30a HKO bzw. 51a HGO entsprechend berücksichtigt werden. Und deshalb ist der Gesetzentwurf an dieser Stelle zu überarbeiten, statt die Regelung unbeachtet nur einfach zu verlängern. Zudem ist sicherzustellen, dass alle Sonderregelungen bei einem vorzeitigen Ende der Pandemie, auf das wir alle hoffen, auch vor dem 31. März 2022 wieder außer Kraft treten. Die lokale Demokratie, meine Damen und Herren, ist ein hohes Gut, die nicht allzu leichtfertig eingeschränkt werden darf. Es muss auch in Zeiten von Corona so sein. Danke, Herr Schaus. Für die FDP hat sich Herr Lenders zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es wird es Sie sicherlich wundern, dass ich zu dem Tagesordnungspunkt spreche, weil in der Regel ich mich nicht sonderlich stark gemacht habe in der Innenpolitik. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber, meine Damen und Herren, um das auch vorwegzuschicken, wir als Freie Demokraten werden diesem dringlichen Gesetzentwurf zustimmen, weil wir den Regelungsbedarf für erforderlich halten. Und zumindest das, was wir bis jetzt sehen konnten und prüfen konnten, auch der Meinung sind, dass das der richtige Gesetzentwurf ist. Darüber hinaus, meine Damen und Herren, warum redet jetzt ein parlamentarischer Geschäftsführer? Weil ich mal auf das Verfahren eingehen möchte. Das, was hier bestimmte Fraktionen von der Opposition erwarten, ist eine blitzschnelle Reaktion. Das erwarten Sie nicht nur bei diesem Gesetz, das erwarten Sie auch an anderer Stelle von uns. Ich will Ihnen mal sagen, dass ein vernünftiges, ordnungsgemäßes Gesetzgebungsverfahren so kaum noch möglich ist. Und dann erlebe ich es auch diese Tage, heute, Herr Innenminister, dass Sie ans Mikrofon treten, ohne dass die Fraktionen die Chance haben, in eine Debatte eintreten zu können. Wir haben es erlebt in der letzten Plenarwoche, dass ein Kultusminister hier eine persönliche Erklärung abgibt, die keine war, ohne dass Fraktionen haben darauf reagieren können. Wir erleben dieser Tage, meine Damen und Herren, dass die Regierungsmitglieder die Redezeiten, die unter den Fraktionen vereinbart worden sind, mehr als strapazieren, ohne dass die Fraktionen entsprechend darauf reagieren können. Meine Damen und Herren von CDU und Grünen, Sie erwarten von uns hier ein beschleunigtes Verfahren, ohne dass wir wirklich in Gänze noch prüfen können, welche Auswirkungen die Gesetze haben, ohne dass wir in ein Anhörungsverfahren hineingehen. Was Sie von uns erwarten, ist Vertrauen. Und was wir als Opposition ein Stück weit von Ihnen verlangen, ist ein bisschen wenig Anstand, wie Sie hier eigentlich teilweise in den Redebeiträgen vermissen lassen. Sagen Sie ruhig, Herr Innenminister, Sie können auch gerne ans Mikrofon treten. Ich gehe hier gerne mit Ihnen in diese Diskussion rein. Aber ich möchte Sie schon einmal darauf aufmerksam machen, wenn wir Ihnen sagen, dass die Tagesordnungspunkte, dass wir eine dritte Lesung beantragen, es vielleicht klug wäre, einen vernünftigen Ablauf, wenn Sie das in dieser Woche alles noch verabschieden wollen. Wenn wir so fair sind und Ihnen hier mit so viel Vertrauen jetzt bei Gesetzgebungsverfahren entgegenkommen, dann erwarten wir ein Stück weit ein Mindestmaß an Fairness, auch im Umgang der Opposition. Und zum Inhalt des Gesetzes sage ich Ihnen ganz klar, ich bin mir ziemlich sicher, dass man bei diesem Gesetzentwurf auch anderer Meinung sein kann und den aus guten Gründen auch ablehnen kann. Und da bin ich jetzt mal gespannt, wie jetzt dann darauf dann die Landesregierung reagieren wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Lenders.
Darauf müssen Sie aber jetzt noch ein bisschen warten, weil als erstes hat sich für Bündnis 90 die Grünen Frau Goldbach zu Wort gemeldet. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte zunächst einmal unsere Kommunen loben, denn seit dem Beginn der Corona-Krise und seit März haben wir gesehen, dass die Kommunen mit einem unglaublichen organisatorischen Aufwand und Engagement die Bürgermeisterwahlen hingekriegt haben, Bürgermeisterinnen und Bürgermeisterwahlen hinbekommen haben, und dass sie jetzt im Moment in allen Gemeinden dafür sorgen, in allen Städten und Gemeinden dafür sorgen, dass die Listen aufgestellt werden können, ihre Hallen, ihre Säle, ihre Turnhallen zur Verfügung stellen, kostenlos in den meisten Fällen. Und das ist, finde ich, gerade eine großartige Leistung, die unsere hessischen Kommunen da vollbringen. Zu dem Gesetzentwurf. Mir scheint der Artikel 1, also die Halbierung des Unterschriftenquorums für die Unterstützung von Wahlvorschlägen, unstrittig zu sein. Das wurde auch schon gesagt, warum es richtig und wichtig ist. Wir könnten zwar eine Klage riskieren, aber ich glaube, es ist klüger und vor allem auch aus demokratischen Prinzipien angemessen, das Quorum abzusenken. Zu Artikel 2. Kollege Hermann Schaus hat eben gesagt, dass in einer Kommune die Linke als Minderheit geklagt hat, vor dem Verwaltungsgericht Recht bekam, weil Minderheitenrechte verletzt werden. Da muss ich sagen, das ist gut. Dazu brauchen wir die Verwaltungsgerichte. Und es wurde ja dann auch eine andere Lösung gefunden, nämlich quasi die Zusammensetzung des Kreistags. Es ging um den Kreistag in verminderter Besetzung, aber mit den gleichen Relationen der Stimmenanteile. Aber grundsätzlich brauchen wir trotzdem eine Regelung, die es ermöglicht, dass unsere Kommunen, dass die kommunalen Gremien, also die Stadtparlamente und Gemeindeparlamente, Entscheidungen treffen können, entscheidungsfähig bleiben. Und deswegen ist es im Prinzip schon richtig, die geltende Regelung, die eigentlich nur bis 31. März 2021 gilt, noch um ein weiteres Jahr zu verlängern. Und wie gesagt, es ist nicht, widerspricht dem gar nicht, dass auch durch Verwaltungsgerichtsentscheidungen noch andere Lösungen gefunden und angewandt werden, damit die Entscheidungsfähigkeit in den Kommunen gewährleistet ist. Auch die Ausnahmebestimmung, dass ein Äquivalent zum ausgefallenen Sitzungsgeld gezahlt werden soll, wenn Kommunal-Ehrenamtliche Online-Tagen, Videokonferenzen oder Telefonkonferenzen machen, das ein Jahr zu verlängern, ist, glaube ich, hier unstrittig. Und jetzt möchte ich noch einmal etwas sagen zu dem Verfahren. Wir haben die Oppositionsparteien, soweit ich das weiß, einfach freundlich gebeten, ob sie diesem Gesetzentwurf in einem schnelleren Verfahren mit zwei Lesungen zustimmen, einfach deshalb, damit eben die Regelung in Artikel 1, der ja offenbar alle hier zustimmen wollen, das Unterschriftenquorum zu halbieren, damit diese Vorschrift sofort in Kraft treten kann, diese Änderung im Gesetz, und dann auch noch wirksam ist. Denn im Januar müssen die Unterschriftenlisten abgegeben werden. Am wievielten Januar? Dankeschön, 4. Januar. Das kriegen wir nur hin, wenn wir das in dieser Woche verabschieden. Und deswegen kann ich nur an Sie appellieren und Sie darum bitten, dass Sie dem Gesetzentwurf zustimmen, und zwar in zwei Lesungen, dass wir das diese Woche verabschieden können und dann eben diese Regelung noch in Kraft treten. Dankeschön. Danke schön, Frau Goldbach. Für die SPD-Fraktion hat sich Herr Rudolph zu Wort gemeldet. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zum Verfahren hat Kollege Lenders alles Richtige gesagt. Es ist ja nicht der erste dringliche Gesetzentwurf. Wir sollen auf Fristen verzichten. Am liebsten wäre es ja gewesen, nach der ersten gleich in die zweite Lesung zu treten. Da haben wir interveniert, dass wir wenigstens morgen mal im Ausschuss auch noch einmal etwas besprechen können. Das Thema lohnt sich durchaus, innerlich zu begleiten. Nun kann man natürlich argumentieren, es gibt zwei Gerichtsentscheidungen von Verfassungsgerichten, eins aus Baden-Württemberg, eins aus Nordrhein-Westfalen. Das wenden wir dann im vorauseilenden Gehorsam gleich auch für Hessen an. Das kann man machen.
Wir werden dann übrigens jetzt jede Entscheidung, die kommunalrechtliche Auswirkung hat, eines Verfassungsgerichtes, die wird in Hessen dann genauso umgesetzt. Da werden wir ganz klar Wert drauf legen, weil das ist dann die Leitlinie, die Sie an der Stelle natürlich auflegen. Und weil das hohe Lied gesungen wird, dass man die Unterschrift nicht bekommt. Ich will auch mal eine Lanze brechen für diejenigen, die auch schon lange auf kommunaler Ebene tätig sind. Das sind nicht nur Parteien, das sind auch Wählerorganisationen und andere, die auch unter Corona leiden. Ich will das mal sehr deutlich sagen und deren Arbeit auch nicht erleichtert wird. Also auch das will ich mal eine Lanze für die brechen, die das seit vielen Jahren auch für die kommunale Demokratie machen, weil das ist auch, kam mir eben so ein bisschen kurz. Und ich bin mal gespannt, wie nach dem 14. März die kommunale Landschaft aussehen wird, weil mein Eindruck ist eher, wir erleben eine weitere Zersplitterung und es reicht ja gegen irgendwas zu sein, dann gründe ich eine eigene Liste. Das ist zumindest die Erfahrung, die wir auf kommunaler Ebene machen und ob das zielführend ist, weil die Summe von Einzelinteressen ergibt noch nicht Allgemeinwohl. Das wird zunehmend auf kommunaler Ebene ein Problem. Die Zersplitterung der kommunalen Vertretungskörperschaften sehen wir in den großen Städten schon jetzt. Aber sie weitet sich auch aus. Und deswegen kann man auch Gerichtsentscheidungen kritisch sehen. Und man muss auch nicht jede Gerichtsentscheidung verstehen. Das will ich zumindest mal an der Stelle auch hinterlassen. Dass die zu akzeptieren sind, ist völlig klar und unstrittig. Aber ich muss auch nicht jede Gerichtsentscheidung akzeptieren. Mit akzeptieren muss ich sie, sorry. Aber ich muss sie auch nicht inhaltlich teilen. Das will ich an der Stelle mal hinterlegen. Ist zumindest auch die Auffassung, die wir in der SPD-Fraktion haben. Sie wollen das ändern. Und in der Tat, Fristen laufen ab. Das Verfahren in Nordrhein-Westfalen, die Entscheidung liegt schon ein paar Monate länger zurück. Dann hätte man mal schon eher initiativ werden können und dann hätten wir ein geordnetes Verfahren mit einer Anhörung mal machen können. Ich wäre sehr an der Auffassung der kommunalen Spitzenverbände interessiert gewesen. Und wenn wir schon an das Thema Gemeindeordnung gehen, dann hätte ich auch gerne über den § 51a oder 30 der Landkreisordnung geredet. Mit der Verlängerung um ein Jahr haben wir ein Problem. Wir hätten dann gesagt, ja, Corona wird wahrscheinlich über den 31. März hinaus da sein, aber uns hätten erst mal 6 Monate gereicht. Wir haben neue Vertretungskörperschaften und handlungsfähig zu sein. Und dann kann man das verlängern. Also das Jahr ist uns deutlich zu lang an der Stelle. Ich will das ganz deutlich für uns sagen. Und dann hätten wir gern, aber es ist ja alles nicht möglich, auch nicht gewünscht offensichtlich, über den § 51a der Gemeindeordnung geredet. Da steht nämlich drin, dass man in dringenden Fällen den Finanzausschuss mit Aufgaben übertragen kann. Das steht aber unter dem Vorbehalt des Beschlusses der Gemeindevertretung oder der Stadtverordnetenversammlung. Ist auch nicht unproblematisch. Und die tagen nicht öffentlich. Auch das gibt wieder Verschwörungstheoretikern Raum, hier etwas hinzukriegen. Und wer Kommunalpolitiker ist, weiß, wie schnell sowas da ist, wenn man in einer nicht öffentlichen Sitzung Entscheidungen trifft, die unangenehm sind. Dann hat man sofort die Helden dann vor Ort gegen sich. Also auch das ist ein Thema, dann man in § 51a der HGO so zu ändern, dass es dann auch die abschließende Entscheidung ist, wenn es denn nötig ist. So haben wir rechtlich nicht eine ganz einfache Situation. Also wenn man inhaltlich was verändern will, was in der Sache glaube ich, berechtigt ist, dann hätte man natürlich das in einem vernünftigen Verfahren machen müssen. Wir haben damals im März der Änderung zugestimmt, weil das auch nötig war und sachlich geboten war. Aber im Laufe der Zeit sieht man ja auch, wenn Dinge sich bewährt haben oder auch nicht bewährt haben, dann muss man was ändern. Ist nicht möglich, weil das Zeitverfahren so ist. Wir werden morgen im Innenausschuss darüber reden und vielleicht kann ja dann der Innenminister in Vorbereitung der Sitzung auch noch mal etwas sagen, wie er das sieht, ob tatsächlich jede Entscheidung eines Verfassungsgerichts, eines Landes dazu führt, dass wir dann entsprechende gesetzliche Regelungen in Hessen auch ändern und das dann vorauseilen. Das ist eine Frage, die können wir morgen gerne im Ausschuss klären. Und wie bitte? Ja, das ist dann wahrscheinlich so. Und ansonsten kann ich uns nur dringend raten, dass wir wieder ein geordnetes Verfahren und nicht mit permanenten, mit dringlichen Gesetzentwürfen arbeiten. Manchmal weiß man, dass der 24. Dezember der 24. Dezember ist. Und vielleicht sollten wir zukünftig da wieder mehr Rücksicht drauf nehmen. Weil das hat auch was mit Respekt in der Tat vor der Opposition zu tun. Weil dass man nur gebraucht wird, wenn es nötig ist, um Fristen zu verändern oder abzukürzen, dann ist das auf Dauer ein bisschen wenig. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rudolph. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will den letzten Punkt aufgreifen. Es geht hier vor allen Dingen auch gegenüber den kommunalen Gremien, den Kandidatinnen und Kandidaten. Ihnen gegenüber geht es um Respekt.
wenn wir seitens des Hessischen Landtages die Dinge, die sich halt ergeben, niemand von uns hat sich die pandemische Lage hier ausgesucht, niemand von uns hat sich einzelne Rechtsprechungen gewünscht oder ausgesucht, aber wenn am 9. November eine Entscheidung eines Obergerichtes in Baden-Württemberg ergeht, zur Landtagswahl dort und zu einem vergleichbaren Fall, den wir bei der Kommunalwahl ebenfalls, der uns bei der Kommunalwahl ebenfalls ereilen wird, dann finde ich, ist es respektvoll von uns, wenn wir uns zügig überlegen, ob wir nicht einen Handlungsbedarf haben, auch wenn wir seitens des Landtages in der Vergangenheit uns immer sehr gescheut haben, unterhalb eines Jahres vor einer Wahl überhaupt in ein Gesetzgebungsverfahren einzugreifen. Aber das Risiko, dass am 15. März des nächsten Jahres uns irgendjemand erklärt, dass wir nicht verfassungsgemäß die Kommunalwahl bestritten haben. Ich finde, das ist respektvoll, wenn wir jetzt hingehen und sagen, wir ändern das so, wie wir glauben, dass es erforderlich ist, um halt eben am Ende eine rechtmäßige Kommunalwahl zu haben. Wir haben uns in der Vergangenheit wirklich immer darum bemüht, dass wir die Regeln für die Wahlen entsprechend deutlich vor den Wahlen so verändert haben, dass sie in den Gesetzblättern stehen. Wir haben das in der Regel immer so bei einer Größenordnung von einem Jahr taxiert. Das ist auch vernünftig, weil wir sind ja im Prinzip in einem laufenden Verfahren. Das ist ja am offenen Herzen im Moment, weil die Aufstellung der Kommunalwahlkandidaten läuft noch, ist schon abgeschlossen. Also wir sind sozusagen in einem laufenden Prozess und deswegen gehen wir natürlich mit größter Behutsamkeit hier auch entsprechend vor. Ich will das Urteil des Verfassungsgerichtshofes hier auch nicht in der Sache kommentieren. Es geht am Ende um Chancengleichheit. Und wenn es um Chancengleichheit geht, dann sind wir sozusagen mitten in den verfassungsrechtlichen. Was hast du denn? Ja, da musst du dich mit dem Verfassungsgericht oder dem Verfassungsgericht in Baden-Württemberg auseinandersetzen. Die haben am Ende einen vergleichbaren Sachverhalt, der sich uns stellt, zum Thema Chancengleichheit so ausgeurteilt, wie Sie das gemacht haben. Eine ähnliche Argumentation des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofs. Und am Ende geht es darum, dass Sie gesagt haben, es gibt eine verfassungsrechtliche Verpflichtung des Gesetzgebers. Eine verfassungsrechtliche Verpflichtung des Gesetzgebers, pandemiebedingte Einschränkungen auszugleichen. Das ist sozusagen das, was wir hier an dieser Stelle machen, indem wir das Unterschriftenquorum herabsetzen. Ich finde am Ende, dass wir gut beraten sind, dass wir uns nicht dem Risiko aussetzen, dass wir möglicherweise eine nicht verfassungsgemäße Wahl durchführen. Lassen Sie mich den zweiten Punkt noch ansprechen. Da geht es um die Verlängerung der befristeten Maßnahmen aus der ersten Corona-Welle. Auch hier bin ich der Überzeugung, lassen Sie uns den kommunalen Parlamenten. Wir wissen nicht, was im nächsten halben, Dreivierteljahr, im nächsten Jahr noch pandemiebedingt passiert. Lassen wir sozusagen die Möglichkeiten einfach bestehen, fortbestehen, die wir dort geschaffen haben. Wir können zu einem späteren Zeitpunkt sozusagen das immer noch verändern. Wir können es immer noch eingreifen. Aber jetzt, wo wir in diesem Bereich sozusagen das Gesetz aufmachen, sollten wir bzw. diese Fragen aufmachen, sollten wir es regeln. Lassen Sie mich noch einen Punkt sagen, der, ich finde, mit dazugehört. Ich bin hier von etlichen Fraktionen aus dem Landtag angesprochen worden über die Frage, was müssen wir pandemiebedingt zur Kommunalwahl machen? Und da war wirklich alles dabei. Da waren größere Eingriffe dabei als das, was wir jetzt machen. Das will ich nur einmal sagen. Da ging es um die Frage, ob wir Briefwahl sozusagen generell machen, ob wir die Briefwahlunterlagen an alle verschicken, ob wir die Kommunalwahl überhaupt verschieben, ob wir irgendwelche Fristen verlängern müssen und so weiter. Das bin ich aus dem Kreis dieses Parlaments bin ich auf all diese Fragen angesprochen worden. Und am 24.11., also vor zwei Wochen, habe ich diejenigen, die mich angesprochen haben, alle darüber informiert, zu welchem Ergebnis wir in jedem einzelnen Punkt gekommen sind und warum wir dazu gekommen sind. Ich finde, am Ende, das ist mit einer Serviceleistung, die wir als Kommunalministerium zu leisten haben. Aber
Ich finde den Vorwurf, Herr Kollege Lenders, dass wir uns um diese Fragen nicht kümmern würden und dass wir das Parlament dort nicht anständig informieren würden, ich finde die wirklich, ehrlich gesagt, angesichts dieses Sachverhaltes wirklich für unangemessen. Tut mir leid, ist meine persönliche Einschätzung. Ich komme am Ende zu dem Ergebnis, wie auch die Fraktionen von CDU und Grünen, dass es geboten ist, dass wir die Rechtsprechung, die aktuelle Rechtsprechung aufgreifen. Herr Minister, lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Aber gerne. Drücken Sie mal auf den Knopf. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Herr Minister Beuth, die Frage ist aufgetaucht, ob es die theoretische Möglichkeit gibt, dass die Kommunalwahl vom 14.03. auf irgendeinen anderen Termin noch verschoben wird. Können Sie definitiv ausschließen, dass es eine Verschiebung der Kommunalwahl noch gibt, oder ist der 14.03. fix? Vielen Dank für die Frage. Der 14.03. ist natürlich fix. Am 14.03. wird die Kommunalwahl stattfinden. Es sei denn, dass irgendwie sozusagen der Himmel auf, genau, wie sagen die Gallier immer? Der Himmel auf den Kopf fällt. Ja, also das kann ich sozusagen Ihnen nicht, aber es gibt keinen Grund, warum wir in der momentanen Situation die Kommunalwahl am 14. März verschieben sollten. War mit einer der Prüfungspunkte, die wir auch mit aufgenommen haben. Ich will Ihnen sagen, ich glaube, das ist hier minimalinvasiver Eingriff, der geboten ist, um die verfassungsmäßige Wahl am 14.03. auch durchzuführen. Darüber hinaus ein Service, den wir den kommunalen Parlamenten liefern, indem wir ihnen die Erleichterungen aus der ersten Welle der Pandemie verlängern, damit sie auch nach der Kommunalwahl unter ganz besonderen Voraussetzungen halt eben dann tatsächlich ihre Sitzungen durchführen können, auch wenn die pandemische Lage sich noch einmal zuspitzen sollte im kommenden Jahr. Insofern ein runder Gesetzentwurf. Wir können den morgen noch einmal detailliert, Herr Kollege Rudolph, im Ausschuss miteinander erörtern. Ich will mich darum bemühen, sämtliche Fragen, die Sie auch gestellt haben, dann auch noch einmal zusätzlich beantworten. Aber wie gesagt, im Interesse und vor allen Dingen im Respekt vor den Kandidatinnen und Kandidaten sollten wir alles tun, dass wir eine Wahlbedingung schaffen, die am Ende auch rechtmäßig ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Das heißt, wir überweisen diesen Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss und sind damit auch am Ende der heutigen Debatte in diesem Haus angekommen. Ich stelle mit Genugtuung fest, dass wir das deutlich vor Mitternacht geschafft haben und weise Sie darauf hin, dass im Anschluss an diese Sitzung nun der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss im Sitzungsraum 501a zusammenkommt und 30 Minuten, nachdem wir jetzt hier die Sitzung geschlossen haben, der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz hier im Plenarsaal tagt. Ich wünsche einen schönen Restabend. Bis morgen früh.